Ja, hallo allerseits. Es tut mir jetzt sehr leid, dass ich diese wichtige Diskussion unterbreche. Ich wünsche gutes Gelingen nachher für die Debatte. Ist ja ein Thema, das viele gerade betrifft. Aber ich soll jetzt ja zu was anderem was sagen, nämlich zu einer einerseits erfreulichen, andererseits sehr unerfreulichen Sache. Erfreulich ist das Engagement der TAZ für die Meinungsfreiheit in der Türkei und für ihre Berufskollegen, die Journalisten in der Türkei. Weniger erfreulich ist die Situation der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit in der Türkei. Aber die Türkei steht da vielleicht auch für eine Metapher oder wie eine Metapher für viele Entwicklungen, gerade auch in anderen Ländern in der Welt. Und wollen wir mal nicht so tun, als ob das nur ein Problem wäre von außerhalb der Europäischen Union. Wenn wir Mitgliedsländer der Europäischen Union betrachten, wie Ungarn, wie Polen, möglicherweise auch bald Italien und andere Länder, können wir sich vorstellen, wir brauchen da nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Da zeigen dann auch ein paar Finger auf uns innerhalb Europas. Also das Thema Pressefreiheit, Meinungsfreiheit ist leider gerade eines, das überall massiv unter Druck steht. Und es ist wichtig, glaube ich, dass man sich, egal was für ein Medium, egal welche Ausrichtung innerhalb der Demokratie, dass man sich da miteinander solidarisiert. Aber vielleicht darf ich kurz am Anfang, um quasi meine Zugehörigkeit zur TAZ-Familie im weitesten Sinne zu unterstreichen, biografisch beginnen, nämlich indem ich sage, dass ich früher mal Mitarbeiter von zwei kleinen Lokalzeitungen war, aber dann eines Tages mal die Möglichkeit hatte, in einer überregionalen Zeitung einen Beitrag zu schreiben. Diese überregionale Zeitung, ihr ahnt es, Sie ahnen es, war die TAZ. Der Beitrag wurde damals redigiert von einem Ömer Erseden, manche werden ihn noch kennen, der legendäre Korrespondent in Istanbul, der TAZ, den ich immer wahnsinnig bewundert habe und seine Artikel immer mit Genuss gelesen habe. Und es ging um einen Artikel, um einen Barbesitzer bei Bodrum, den ich kennengelernt hatte in der Türkei und dessen Verbrechen war, dass er ein Bild des damaligen Staatspräsidenten Özal, Turgut Özal, manche werden sich an ihn erinnern, in den 80ern, und dann noch Anfang der 90er. Und der war der erste Staatspräsident der Türkei und erste ranghohe Politiker, der eine Pilgerfahrt nach Mekka gemacht hatte und dort sich dann in dem weißen Tuch gewandt, das weiße Tuch der Unschuld, passte nicht so ganz zu ihm, gewandt, sich hat fotografieren lassen. Und dieses Bild hat der Barbesitzer an die Wand gehängt. Nur das Bild. Und drunter geschrieben, kein Kommentar. Also er hat nicht geschrieben, der Lügner oder der Korrupte, irgendwas, nichts. Er hat einfach nur geschrieben, kein Kommentar. Das allein genügte bereits, dass er angezeigt wurde wegen Beleidigung des Staatsoberhauptes. Also man sieht, die Gefahr für die Pressefreiheit ist keine ganz neue. Die gab es auch schon früher. Aber die Dimension, die das mittlerweile in der Türkei angenommen hat, die ist schon wirklich, spottet jeder Beschreibung. Ich nehme an, Ihnen geht es genauso wie wir, wenn Sie in Berlin sind, aber auch in Köln. Treffen Sie mittlerweile nahezu komplette Redaktionen von türkischen Fernsehkanälen, von türkischen Zeitungen oder Radiosendern, die mittlerweile hier versuchen, sich mehr schlecht als recht ihre Brötchen zu verdienen. Wir sollten die nicht vergessen, die unter wahnsinnig schwierigen Bedingungen jetzt versuchen müssen, in einer Sprache, die nicht die ihrige ist, sich zurechtzufinden. Und darum will ich ausdrücklich Danke sagen dafür, dass es die TAZ-Gazette gibt, dafür, dass die TAZ-Gazette herausgegeben wird. Online überwiegend, aber es gab ja auch schon mal eine gedruckte Ausgabe Mitte 2017, das Journal Eine andere Türkei ist möglich. Und ich will Ihre Aufmerksamkeit lenken auf einen Beitrag, der darin war, nämlich einen Beitrag über Osman Kavala, einer der größten Mäzene in der Türkei, der beispielsweise die Gedenkveranstaltung für den Völkermord an den Armeniern 2015 in Istanbul maßgeblich organisiert hat und viele andere Dinge in der Türkei, darunter im Hintergrund mitgeholfen hat, den Wahlkampf der HDP zu organisieren. Dieser besagte Osman Kavala sitzt mittlerweile im Gefängnis. Der Artikel hieß Der unermüdliche Kämpfer. Das trifft es, glaube ich, sehr gut. Und er steht für mich so ein bisschen stellvertretend für all die vergessenen Menschen, die im Gefängnis sitzen. Es gibt die Prominenten, darunter die, die das Privileg eines deutschen Passes haben. Aber wir sollten die nicht vergessen, die eben keinen deutschen Pass haben. Und die verdienen es nicht minder, dass man sich für sie einsetzt. Die vielen Journalisten, die Oppositionsabgeordneten, die Vertreter der Zivilgesellschaft. Und es ist wichtig, dass sie ein Forum haben, wo sie sich entsprechend ausdrücken können, wo an sie erinnert wird. Und deshalb will ich Sie alle hier ermutigen,
dieses Projekt unbedingt fortzusetzen, damit gerade die Exiljournalisten ein Forum haben. Und ich sage an all diejenigen, die jetzt gerade, die Anwesenden hier wahrscheinlich weniger, aber draußen bei ihren Kollegen, auch von anderen Medien, die jetzt gerade so ein bisschen versucht sind zu sagen, naja, wovon redet der? Wir haben doch gerade Entspannungssignale, der Staatspräsident der Türkei kommt ja bald nach Deutschland und es gibt ja auch ein paar Freilassungen von deutschen Journalisten oder von deutschen Staatsbürgern. Manche schreiben ja schon, dass es eine Art Charmoffensive, einen politischen Frühling gibt. Ich halte das für einseitiges Wunschdenken, denn es hat mit der Realität nichts das Geringste zu tun. Erst jüngst die Cumhuriyet, eine der letzten überregionalen Zeitungen, die, wenn man so will, im liberalen Spektrum zu verorten sind, im linksliberalen Spektrum zu verorten sind. Die Stiftung hat den Besitzer gewechselt und damit auch die Richtung des Blattes ist mittlerweile eine ultranationalistische. Auch diese Zeitung hat jetzt quasi die Seiten gewechselt. Übrigens der Grund dafür, dass die Cumhuriyet so verhasst war beim Staatspräsidenten, ist, dass diese Zeitung mit aufgedeckt hat, Waffenlieferungen von der Türkei an die Islamisten in Syrien, im Irak. Das zeigt, dass Erdogan da sehr nachtragend ist, was Berichterstattung von Presse angeht. Ich würde mir wünschen, dass wir in der Berichterstattung nicht nur über diese Themen berichten, sondern auch über die vielen kleinen Themen, die es kaum in die Berichterstattung schaffen. Beispielsweise deutsche Staatsbürger türkischer Herkunft, die in der Türkei nicht mehr einreisen dürfen oder die bei der Einreise stundenlang festgehalten werden, verhört werden, dort widerrechtlich man ihnen das Telefon abnimmt, nachschaut, was sie auf Facebook gepostet haben, übrigens auch kontrolliert, mit wem sie Nachrichten austauschen. Ich würde mir wünschen, dass unser Auswärtiges Amt und die Bundesregierung sich auch da bei dem Besuch von Erdogan deutlich ausspricht, dass das nicht geht, genauso übrigens, wie es nicht gehen kann, dass Interpol, die ja nicht dafür da sind, politisch missliebige Persönlichkeiten an ihrer Reisefreizügigkeit zu hindern, sondern um Schwerkriminelle ausfindig zu machen. Aber die Türkei missbraucht leider mittlerweile auch Interpol. Es gibt deutsche Staatsbürger türkischer Herkunft, die de facto nicht mehr nach Spanien können, die in viele Länder der EU nicht mehr reisen können, weil sie Angst haben müssen, dass sie dort dann möglicherweise festgesetzt werden, weil es einen Interpol-Haftbefehl der Türkei gegen sie gibt. Ich will zum Schluss noch mal sagen, denn ich habe ja versprochen, dass ich mich kurz fasse, damit Sie wieder die wichtigen Fragen diskutieren können, noch mal ausdrücklich danken dafür, was die Taz und andere für Deniz Yücel gemacht haben, aber will doch noch mal ermutigen, dass mit der Freilassung von Deniz Yücel das Problem von unterdrückter Pressefreiheit und verhafteten Journalisten in der Türkei nicht nur nicht geendet hat, sondern ganz im Gegenteil sehr wichtig ist. Und wenn Sie mir das noch gestatten, ich will Sie auch ermutigen, das nicht nur in deutscher Sprache zu machen, sondern ausdrücklich auch in türkischer Sprache zu machen. Denn die Zugriffszahlen, ich habe mir das extra nochmal angeschaut, auf die türkischen Informationen, die sind zum Teil extrem hoch. Das zeigt, welches Bedürfnis die Menschen auch in der Türkei, aber natürlich auch die, die jetzt zu uns kommen, haben, in ihrer Muttersprache Informationen aus erster Hand zu bekommen, die nicht zensiert sind. Herzlichen Dank und noch viel Erfolg.